Na, habt ihr schon mal von Interferenz gehört? Klar, in der Schule. Aber habt ihr es auch richtig verstanden? Dann schauen wir es uns noch einmal in einem Crashkurs gemeinsam an. Hi Leute! Um über Interferenz reden zu können, checken wir nochmal, ob wir wissen, was eine Welle ist. Eine Welle sah so aus. Die Welle hat eine Nulllinie. Die geht mitten durch die Welle. Da ist einfach die X-Achse. Und das ist die Y-Achse. Und die Welle hat Wellenberge und Wellentäler. Und die Wellenberge und die Wellentäler werden für die Interferenz verdammt wichtig. Die sagen ja aus, wie weit die Welle von der X-Achse entfernt ist. Kurz, wie weit die Welle ausgelenkt ist. Jetzt nehmen wir mal zwei Wellen und kommen nun zur Interferenz. Wir wollen jetzt die Wellen übereinander legen. Wie das geht? Wir addieren einfach die beiden Wellenamplituden auf. Das sieht dann so aus. Unsere beiden einzelnen Wellen haben eine Amplitude von 1 cm. Die resultierende Welle addiert nun die Wellenberge auf. 1 plus 1 gleich 2. Wenn ihr nicht wisst, wie wir auf die Rechnung kommen, checkt mal unseren Nachhilfekanal The Simple Maths aus. Da erklären wir es vielleicht. Okay, also unsere resultierende Welle hat damit 2 cm als Amplitude. Sieht doch ganz easy aus. Wir haben unsere Wellen so überlagert, dass sie sich perfekt verstärken. Die perfekte Überlagerung nennen wir konstruktive Interferenz. Konstruktiv, weil sich die Wellen gegenseitig aufbauen. Verschieben wir mal die untere Welle um 180 Grad oder im Bogenmaß um Pi. Wenn wir die Welle um Pi verschieben, dann verschieben wir sie um eine halbe Wellenlänge. Ihr seht ja, die rote Welle unten ist genau um einen Sonnenberg verschoben. Jetzt zeichnen wir wieder unsere X-Achse der resultierenden Welle. Und da haben wir wieder beide Wellen mal reingemalt. Die obere Welle ist blau und die untere machen wir rot. Und jetzt machen wir es wie oben. Für die Interferenz addieren wir beide Wellen auf. Und das in jedem Punkt. Fangen wir mal mit den Wellenbergen an. Die blaue Welle hat hier die Amplitude 1 cm. Die rote Welle hat an dieser Stelle, na, wisst ihr es? Genau, die rote Welle hat die Amplitude minus 1. Addieren wir wieder. 1 plus minus 1 ist 0. Unsere resultierende Welle hat die Amplitude 0, also ist die gar nicht da. Schauen wir mal genau hin. Die blaue Welle ist genau das Spiegelbild der roten Welle. Überlagern sich beide, dann löschen die sich aus. Unsere resultierende Welle sieht dann damit so aus. Einfach die X-Achse, keine Welle, nada. Da sich die Wellen ganz auslöschen, nennen wir diese Interferenz destruktive Interferenz. Destruktiv heißt ja zerstören. Genauso funktionieren übrigens die modernen Kopfhörer, die die Außengeräusche minimieren können, sodass man gar nichts mehr hört von der Umwelt. Die nehmen einfach die Außengeräusche auf und zusätzlich zu dem, was ihr von der Musik hört, wird die Außengeräuschwelle invertiert und sozusagen auf eure Musik gelegt. Und so werden die Außengeräusche einfach gelöscht. Die konstruktive und die destruktive Interferenz sind die beiden wichtigen Interferenzen. Die brauchen wir später noch fürs Abi. Müssen die Wellen immer in die gleiche Richtung laufen, um Interferenz zu erzeugen? Kann die eine Welle nicht auch von links kommen und die andere von rechts? Ja, können sie. Die Wellen müssen nur die gleiche Frequenz und Wellenlänge haben. Probieren wir es mal. Unsere erste Welle bleibt wieder wie sie ist. Unsere rote Welle kommt von rechts. Lassen wir sie mal gegeneinander laufen. Dazu malen wir wieder beide auf unsere X-Achse ein. Die Wellen überlagern sich jetzt einfach. Wie vorhin. Die rote Welle ist um eine Viertelwellenlänge verschoben. Eine Viertelwellenlänge sagt uns nichts. Zumindest nicht viel. Naja, addieren wir eben wieder die Wellen auf. Einfach Schema F von vorn anwenden. Das sieht dann so aus. Macht Sinn. Wir haben einfach nur wieder beide Wellen aufaddiert. An jeder Stelle. Und dann unsere resultierende Welle erhalten. Das ist jetzt Interferenz. Halten wir fest. Interferenz ist die Überlagerung von mehreren Wellen. Wir malen uns dazu einfach eine Skizze und addieren die Wellen auf. Überlagern sich die Wellen perfekt, dann haben wir konstruktive, also aufbauende Interferenz. Sind die Wellen um eine Wellenlänge verschoben und haben sie die gleiche Amplitude, dann löschen sie sich aus. Das nennen wir destruktive Interferenz. Und ist keines der beiden der Fall, dann malen wir eben unser Bild und addieren es auf. Also einfach mit dem Geodreieck vermessen und gut ist. Am Ende hast du dann entweder eine Verstärkung oder Abschwächung der Wellen. Es gibt noch eine Aufgabe für euch. Nehmen wir mal an, wir haben so ein Wellenschaubild. Schreibt doch mal in die Comments, wie groß die Amplitude der resultierenden Welle sein wird. Wenn ihr es rausbekommen habt, gebt doch mal einen Daumen nach oben.
Kleiner Tipp von Genie zu Genie. Oh Mann, Alter. Du kannst auch zuerst nur zwei Wellen miteinander kombinieren und dann die dritte mit der resultierenden Welle überlagern. Es müssen am Ende nur alle Wellen berücksichtigt werden. Übrigens, wenn ihr noch mehr Bock auf Wellen habt, zieht euch unser Video zum Doppler-Effekt rein. Dazu einfach hier klicken. Lasst noch ein Abo da, hier gibt's jede Woche drei fucking geile Videos. In dem Sinne haut rein und macht's gut. Ciao.